Kinder, heute gibt es eine Sondergeschichte aus dem Buch Kinderschatz. Meine schönsten Geschichten zur guten Nacht von Gondolino. Wenn die Hochhaushexe streikt. Es ist ja dann am 31.10. Oktober ist ja Halloween. Und ich dachte mir, vielleicht passt die Geschichte so ein kleines bisschen zu Halloween. Es ist ungerecht, uns Hexen immer Böses nachzusagen, dachte die Hexe manchmal schnell. Sie wohnte nicht im Wald in einem alten Hexenhaus, schon gar nicht in einem, das mit Pfefferkuchen behängt war. Nein, die Hexe mach mal schnell wohnte in einem Hochhaus im allerobersten Stockwerk. Von dort aus konnte sie nämlich am besten mit ihrem Besen starten. Der schlechte Ruf, den die Hexen hatten, ärgerte sie sehr. Das sagte sie auch beim Hexenkaffeetreff. Wir müssen beweisen, dass wir bisher verleumdet worden sind. Die Hänsel- und Gretel-Hexe und ein paar andere haben unseren Ruf geschädigt. Wer steckt denn heute noch Kinder in den Backofen? Hat sie ja gar nicht, rief die Hexe neunmal klug dazwischen. Sie war zu langsam. Die Kinder haben sie in den Ofen gesteckt. Und nun kam eine lange Aufzählung von Geschichten, bei denen böse Hexen das Nachsehen gehabt hätten. Deshalb waren hauptsächlich brauchbare Hexen übrig geblieben, solche, die den Kindern halfen. Ihre guten Taten mussten sie auch immer bei den Hexentreffen bekannt geben. Darüber wurde genau Buch geführt. Mindestens dreimal im Jahr mussten sie schnelle Hilfe leisten, sonst wurde ihnen der Name Hexe aberkannt. Die Hochhaushexe, mach mal schnell, war schon bei der dritten guten Tat, obwohl es erst August war. Ich habe für Bernie und Anuschka den Fahrstuhl hochgehext, weil sie sonst den Schulbus verpasst hätten. Die olle Mahlzahn hatte wieder mal die Tür nicht zugemacht. Da habe ich... Wird gewertet, bestimmt die Oberhexe. Ja, ist keine Kunsthexe im Hochhaus zu sein. Da passiert dauernd was, maulte eine junge Hexe, die in einem Friseurladen wohnte. Ich kann höchstens mal die Lockenwickler einsortieren. Was ist das schon? Wenn ich wenigstens mal die Farben durcheinander bringen dürfte. Aber nein, selbst für die Punks muss die Farbe haargenau stimmen. Dabei ist Lila meine Lieblingsfarbe. Man sieht es, unterbrach die Oberhexe den Redeschwall und schaute naserümpfend auf die lilafarbenen Haare der jungen Hexe. Bis zum nächsten Mal hast du was Ordentliches gehext. Sonst kannst du als Auszubildende bei deinem Friseur anfangen. Die Hochhaushexe, mach mal schnell, musste noch darüber lachen, als sie längst auf ihrem Besen heimwärts ritt. Sie fühlte sich prima, denn ihre drei guten Taten hatte sie erfüllt. Bevor sie auf dem Hochhausdach landete, drehte sie noch eine Extrarunde. Da entdeckte sie, dass sich Bernies Drachen mit der langen Schnur am Schornstein verheddert hatte. Schnell hexte sie die Schnur zu einem ordentlichen Knäuel zusammen und befestigte den Drachen samt Schnur an Bernies Balkongeländer. Dann flog sie zu ihrem Wohnzimmerfenster und schwang sich vom Fensterbrett aus in ihre Wohnung. Da klingelt auch schon das Telefon. Anuschka rief an. »Können Sie mal schnell meinen Wellensittich einfangen, Frau, mach mal schnell. Ich habe vergessen, das Fenster zu schließen.« »Ich kann doch nicht hexen«, brummte die Hexe mach mal schnell in den Telefonhörer. Sie war total übermüdet und hätte sich lieber erst mal zu einem Nickerchen auf die Couch gelegt. »Und ob Sie hexen können«, rief Anuschka durchs Telefon. »Wir wissen es, ganz bestimmt. Bitte hexen Sie meinen Hansi zurück.« Hier seht ihr das mit dem Drachen, ne, der sich verfangen hatte. Seufzend ging die Hexe mach mal schnell zum Fenster, um den Wellensittich einzufangen. Aber der saß längst auf dem Fensterbrett und ließ sich gerne auf dem Handrücken der Hexe mach mal schnell nieder. War das nun auch eine gute Hexentat? »Hol dir deinen Satansbraten von Wellensittich bei mir ab«, knurrte die Hexe in den Hörer. »Aber beeil dich, ich bin müde.« Als Anuschka an der Tür klingelte, hexte die Hexe mach mal schnell die Türe einfach auf. Ihr taten die Füße weh und sie wollte lieber auf der Couch liegen bleiben.
Sie hexte auch noch für Anuschka den Topflappen fertig, weil sie nicht mit ansehen konnte, wie sich das Mädchen dauernd verheckelte. Und dann hexte sie eine prima eiskalte Limo und knusprige Kekse auf den Tisch. Wie bei Hänsel und Gretel, sagt Anuschka und stopfte sich den 5. Keks in den Mund. Hexen Sie bitte den Bernie auch hierher. Er soll nämlich... Genug gehext, sagte die Hexe, mach mal schnell. Was würdet ihr ohne mich anfangen? Ich helfe zwar gerne, aber ihr verlasst euch nur darauf, dass ich alles in Ordnung bringe. Hext mal lieber selber. Ich streike ab sofort. Meine 3 guten Taten habe ich für dieses Jahr längst erfüllt. Ich will ja vor den anderen nicht als Streberin dastehen. Das war eine lange Hexenrede. Und davon wurde die Hexe mach mal schnell nun so müde, dass sie einschlief. Anuschka nahm vorsichtig ihren Wellensittich von der Hand der schnarchenden Hochhaushexe. Als sie zur Tür ging, sah sie im Korridor den Besen stehen. Irgendwann muss sie mir das Hexen beibringen, dachte sie. Wird ja auch zu viel für eine einzige Hexe. Diese dauernden Hochhaushexereien. Das war jetzt eine Geschichte für Halloween. Vielleicht verkleidet sich ja der eine oder die andere als Hexe bei Halloween. Und wie ihr seht, es gibt auch natürlich gute Hexen. Und das sind ja auch wieder Geschichten. Also nichts Wahres, sondern einfache Geschichten, die so ein bisschen lustig und nett für euch gemacht, geschrieben sind. Ich wünsche euch ein schönes Halloween-Fest, wenn ihr feiern geht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, liebe Kinder, schlaft schön, träumt schön, habt eine gute Nacht. Bis dann, eure Michaela Hirsch. Oh.